The World in 2023. Four Megatrends that will shape our future ist diesmal das Thema beim Innovationsfrühstück. Der vom Austrian Innovation Forum und Biznode Austria eingeladene Speaker René Massati ist Spezialist, wenn es um die Zukunft des Marketings und den Einsatz von Trends in der Kommunikation geht. Also es tut sich ja sehr viel da draußen und der Titel des heutigen Vortrages ist ja das Ende des Suchzeitalters, wie wir es kennen. Und wie kommen wir zu diesem Titel? Wir kommen dazu, da wir ein Trend-Scouting-Netzwerk haben, was weltweit forscht und diese Sachen zusammenträgt in unserer Redaktion in Hamburg, haben wir gesehen, dass sich hier einfach viel, viel verändert und es gibt einige Trends, die unseren Zugang zu Informationen verändern werden und die dazu beitragen werden, dass wir Informationen immer weniger suchen, sondern dass Informationen immer mehr uns finden werden. Trends wie Autonet, Data Era oder Social Spin sind nicht mehr aufzuhalten und werden schon bald unseren Alltag beeinflussen. Also die Innovationen, die in dem Bereich am interessantesten sind, sind alle Entwicklungen, die im Bereich Augmented Vision stattfinden im Moment. Also Entwicklungen wie Google Glass, aber Google ist nur eine von den Firmen, die daran forscht. Es gibt über 20 Hersteller, die daran im Moment forschen. Es gibt Softwareentwickler mehr und mehr, die in diesem Bereich aktiv sind. Also man sollte das gut unter Beobachtung halten, denn das wird auf jeden Fall kommen. Und das wird sehr bald kommen. Mit über 100 Teilnehmern ist die Veranstaltung wieder gut besucht. Der auch diesmal gut gewählte Speaker begeistert schon früh am Morgen seine Zuhörer. Mir hat der Vortrag heute gut gefallen. Es war auf sehr amüsante und anschauliche Art und Weise dargestellt, was wir so in den nächsten Jahren zu erwarten haben. Jetzt nicht so, dass vieles davon war mir schon bekannt, aber er hat einfach bekannte Themen noch einmal auf unterhaltsame Weise dargelegt und einen Ausblick gegeben, was das für Bedeutung für die Zukunft hat. Es war sehr lebendig. Wir haben in den Videos sehr, sehr anschaulich gesehen, was in Zukunft möglich ist, wo heute schon Entwicklungen sind. Big Data, wie es so schön heißt, ist ein enormes Thema, auch sehr problematisch, weil immer mehr Daten im Internet frei verfügbar sind, wo man sich aber nicht mehr darauf verlassen kann, ob diese Daten wirklich relevant und richtig sind. Ja, mit dem Innovationsfrühstück bieten wir schon um 8 Uhr in der Früh einen spannenden Vortrag rund um das Thema Innovation, der auch inspirierend sein soll, was Neues beinhalten soll. Und das ist uns, glaube ich, heute sehr gut gelungen mit dem Vortrag von René Massati von Trend One in Hamburg. Mit einem guten Vortrag und Frühstück mit Netzwerkmöglichkeiten in einzigartiger, angenehmer Atmosphäre ist das Innovationsfrühstück auch diesmal eine gelungene Veranstaltung.